Eugene Alexander de Kock wurde am 29. Januar 1949 in Südafrika geboren. Im Januar 1968 wurde er Polizist. Zu einer Zeit, als die Polizei Südafrikas noch sehr militärisch geprägt war und vor allem zur Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung eingesetzt wurde, wurde er an der heutigen Grenze zu Simbabwe als Grenzschützer eingesetzt. Er stieg in den Rängen schnell auf und erhielt nach und nach auch mehr Befehlsgewalt. In seiner Position als Anführer befahl er einer Einheit nicht nur die Ermordung politischer Gegner. Schwarze Oppositionelle wurden mit Sprengstoffgürteln exekutiert. Und selbst die Überreste durch weitere Sprengungen unkenntlich gemacht und um die Entsorgung der Leichen zu erleichtern. Als nach dem Ende der Apartheid 1994 die Verbrechen des Regimes aufgedeckt wurden, wurde auch de Kock verhaftet und er gab unter anderem bereitwillig seine Beteiligung an Sabotageakten, zum Beispiel gegen eine Dialogveranstaltung, zu. Er gestand, dass seine Einheit mordete, folterte, Waffen schmuggelte, Beweise und Dokumente gefälscht habe. Zudem sollen sie an mehreren Bombenanschlägen im In- und Ausland beteiligt gewesen sein. Viele Taten waren auf direkten Befehl des Staatspräsidenten Botha durchgeführt worden. Wegen mehrfachen Mordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhielt er 1995 zweimal lebenslange Haft plus 212 Jahren Haft. In den folgenden Jahren zeigte er viel Reue. Selbst zwei Witwen seiner Opfer, die persönlich mit ihm sprachen, vergaben ihm seine Taten. Es ging eine Gnadenempfehlung heraus. Ende Januar 2015 wurde Eugene Alexander de Kock auf Bewährung aus der Haft entlassen. Laut Justizministerium im Interesse der Versöhnung und der Staatsbildung. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Skriptes, den 17. Mai 2022, ist Eugene de Kock noch am Leben und lebt in Freiheit.